So. Ich wollte eigentlich schon längst eine Aufnahmepause machen. Scheiße. Ah, ich muss morgen wieder zur Schule. Scheiße. Warum muss das Spiel nur so gut sein? Ich schau mal eben. 3. Achso, okay. Das verschiebt sich mit 9 auch, okay. Ich war nicht sicher, ob das ob die Queststufe sich mit meiner auch verschiebt, aber scheinbar schon. Muss eigentlich auch, weil die Wachen gehen ja mit hoch. Aber zuerst Inventar, was haben wir da Schönes? So. Nö. 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 Achso, Siegel. Dann haben wir hier noch den Gurt. Hier. Doch, ich nehme das zuerst. Keule des Herakles. Darf ich hier? Hier darf ich. Hier versteckten die Kerkopen also Herakles Olivenholzkeule. Oh, geil. So. Ist das eine Keule? Jo. Wenn wir schon mal hier sind. So. Komme ich schon mal mit. So. Achso, war es schon. Okay. Da muss es wohl hier sein. Sperrgebiet. Hallo.
Schön, hat funktioniert. Hallo. Oh. Jo, der Hammer ist geil. So. Ziel ist in der Nähe. Da hat der Altar des Apollon Maleatas. So. Hallo. Da oben, ja. Hätte ich mir denken können. So. Treues Militärlager. So. Und hoch zu rennen. Finde und erreiche den Altar im Wald. Jetzt kommt's. Wir sehen unseren Bruder wieder. Das wär's jetzt. Die Statue des Apollon und da der Altar. Krysis wird hier sehr viel mehr vorfinden als ein hilfloses Kind. Ein toter Adler, eine Nachricht für uns wahrscheinlich. Eine Warnung. Ich komme anscheinend näher. Da ist grüß. Ihr Kultisten werdet hier sterben. Zwei Kultisten, um mich aufzuhalten. Also bitte. Ich habe euch für schlecht, nicht für dumm gehalten. Aber gut zu wissen. Das Töten scheint in der Familie zu liegen, mächtige Adlerfrau. Wage es nicht, von meiner Familie zu sprechen, Schlange. Ich weiß noch genau, wie mir deine Mutter mein Kind brachte. Ein erbärmliches kleines Ding, das im Regen weinte. Hätte ich damals gewusst, dass Myrine zwei Kinder hatte. Doch nun bist du hier. Meine Familie ist vollzählig. Du liest meine Mutter in dem Glauben, ihr Kind wäre tot. Das war es. Oh, wie sie weinte, als sein kleines Herz zu schlagen aufhörte. Doch ich nahm mich seiner an. Ich legte ihn auf diesen Altar.
Ich flehte die Götter an, ihn zu verschonen, und sie erhörten mich. Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Ich rettete sein Leben, indem ich ihm beibrachte zu leiden, damit er den Schmerz kennt und lernt, ihn wie einen alten Freund willkommen zu heißen. Und nun wird er der ganzen griechischen Welt diesen Schmerz zeigen. Du hast ihn gefoltert? Er war ein Säugling! Ich lehrte ihn zu überleben. Die Welt ist grausam. Wer zu schwach ist, stirbt. Also gab ich ihm Stärke. Wohin ging meine Mutter in jener Nacht? Sie kroch in die Berge von Korinth. Der Höker sollte sie mir zurückbringen. Doch sie wird sich nicht ewig verstecken können. Nein, sie wird uns weitere Kinder schenken. Ich werde dich durchbohren für den Schmerz, den du gebracht hast. Die Welt ist Schmerz. Ich gab Deimos die nötige Stärke. Deine Mutter war schwach und winselte zu den Göttern wie ein Schwein auf dem Altar. Ich bin mehr Mutter für ihr Kind, als sie es jemals sein kann. Und ich könnte auch deine Mutter sein, Adlerfrau. Es geht um mehr als meine Familie. Du und dein Kult, ihr wollt die griechische Welt zerstören. Ihr bringt nichts als Kummer und Leid. Du sprichst von Leid und doch kommst du in Blut getränkt und bedrohst mein Leben. Du bist ein Mörder, wie dein Bruder. Hier, ich beweise es dir. Nimm das Kind. Was ist daran so schwer? Kind! Das ist dein Säugling? Er lag im Sterben. Krysis wollte, dass ich Hera ein Geschenk bringe, um ihn zu schützen. Krysis zündete den Tempel an, wissend, dass der Junge und ich noch darin waren. Krysis ist eine Dienerin der Hera. Sie tut, was getan werden muss. Was muss getan werden? Sie wollte deinen Säugling lebendig verbrennen. Du hast ihn gerettet. Mögen dich die Götter segnen. Jetzt, liebes Kind, deine Mutter ist hier. Ich bin nicht sicher, ob es richtig war, das Kind zu retten. Krysis Herrschaft des Terrors muss enden. Wenn Krysis die Wahrheit sagt, glaubt Myrine, mein Bruder wäre vor langer Zeit gestorben. Krysis Treiben muss ein Ende haben. Ich muss sie töten. Dumme Frage, warum hast du es nicht schon längst getan? Ja, jetzt muss ich mal schauen. Wo ist denn Krysis? Hm? Ja, wo versteckt sie sich, Kleine? Ich bin doch ein Argolys. Ihr wisst es doch, ich kann nicht anders. Scheiß Spiel. So, ich wüsste sonst nicht, wo sie sein könnte. Weil wir haben sonst fast ganz Argolis aufgedeckt. Epidaros. Akropolis von Epidauros.
Der Boden besteht aus Lava. Gerüchten zufolge wurde ein kostbares Relikt zur Schmiede des Dreifeisters geschickt. Tauche in den Anpassung, Windriss, Schneiden. Hallo! So. Nein. Epidaurus Tempel. Was? Oh. Ich glaube, ich weiß, wo wir sie finden. Das ist Hülle des Pan, ja. Hier gibt es bestimmt nichts Neues, oder? Hallo. Nichts, was mich interessieren würde. Athene Trierin stellen eine zu große Bedrohung für die Streitkräfte des Spartas dar. Das nehme ich trotzdem mal mit. Nö. Ja. Habe ich was zu tun, wenn ich dann auf, auf dem Meer bin. Ja, du bist ein Pfeifer, ich weiß. Was? Alles schön, dafür kann ich laden. Ah, das ist ein Armutszeugnis. Gestorben, indem man die Eier geplatzt sind. Autsch. So. Hallo. Hallo. Und hör. Hallo. Alles klar.
Nein. So. Hallo. Jo, schön. Aber ich bin noch im Rang. Hallo? Aber ich bin noch im Rang 5. Schade. Ja, schade. Da kriege ich das erste, oder? Yep. Ich gehe da und dahin. Ich möchte unbedingt den Schatz finden. So. Das ist nichts Besonderes, oder? Nö. Ab und zu hat man Glück und findet so aus drei Schalkern, aber nicht immer. Leider. Wenn ich da jetzt nicht mit einem Adler finde, dann gehe ich einfach weiter. Egal. Ist glücklicherweise gar nicht hoch. Und nochmal klettern. Da war doch einer. Ein Söldner, meine ich. Söldner? Ja. Das interessiert mich jetzt gerade. Wird bestimmt so ein Übermächtiger sein, gegen den ich keine Chance habe, aber hey. Der wahnsinnige Bäcker. Ah, okay. Der ist um einiges unter uns. Yay. Yeah. So.
Yeah. Mhm. Sag's ihnen, Schwester. Autsch. Hallo. Hier Waffen, die wachen sicher gut auf. Hallo. Ist das? Ne. Ihr Kind wurde gestohlen. Bitte hilf mir. Beruhige dich. Sag mir, was passiert ist. Da sind Räuber im Wald. Mein Mann, er wollte sie verjagen. Sagtest du im Wald? Ich dachte, die Wälder von Argos sind sicher. Sie nahmen unser Essen, unser Pferd. Und mich wollten sie auch. Ich höre immer noch ihr schreckliches Lachen. Es klang so grauenhaft. Lachen? Und eine ganze Bande überfiel euch für ein Pferd? Ja. Wenn dein Mann es allein mit den Banditen aufnehmen will, dann lebt er nicht mehr lange. Bitte, ich habe ein Kind. Du musst uns helfen. Ich finde deinen Mann und die Räuber. Oh, war doch aus euch herkommen. Ah. Dem Tod, der Tod erholt uns alle. Ist es nicht die gleiche, die dem wir das Kind wieder zurückgebracht haben? Hilf dem Gatten der Frau. Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen, sag ich's doch. Das Kind gerettet hast, war es mir klar. Du musst einfach immer das Richtige tun. Krösus. Der Mann starb nur, um mir eine Falle zu stellen? Es ist eine Ehre, für Heras größte Priesterin zu sterben. Er starb freiwillig. Durch seinen Tod ist dein Platz in meinem Rat frei geworden. Noch kannst du dich uns anschließen. Wie's? Was? Du hast den Verstand verloren, Krösus. Das ist Wahnsinn. Eine Welt, in der Mörder wie du als Helden gelten. Das ist Wahnsinn. Das ist die Welt, die du mit erschaffen hast. Ich mache das rückgängig. Nun gut. Wenn du eine Vertreterin des Chaos sein willst, wenn du eine Mörderin sein willst, dann morde, Kind. Du hättest dich mir anschließen können. Wir hätten gemeinsam über die Welt geherrscht. Für mich, mein Kind. Wollte gerade sagen, da war noch einer. Hallo. Das gefällt mir. Na? Noch ein paar letzte Worte? Der Schlange! Ich bin nicht dein Kind. Ich finde meine Mutter. Und wir werden wieder vereint sein. Ich stelle es wieder richtig. Das ist für meine Mutter und jede Familie, die du zerstört hast. Viel zu schnell. Viel, viel zu schnell. Krösus. Der Weise ist schon längere Zeit abwesend. Der Weise ist ein Mystiker. Der Weise... Ein Kultist erwähnt die Seherin in einem Brief an Krösus. Da. Ne. Ne. Oh.
Schade, aber ich werde den Hammer auf einem Allfell behalten, der ist übelst cool. So. Und so. So. Jetzt mache ich noch eben das schnelles Fragezeichen, dann. Ich muss auch unbedingt auch von der Verbrauchung machen. Der Tod erhält uns alle. So. Ich bin überlegen, ob ich mal eben dann zu Pefki rüberwandere und in die Arena gehe. Also außerhalb der Kamera, aber ne. Danaidis. Danaidis Lager. Nö. Hä? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Das war nämlich kein Schwerkeuler, aber egal. So. So. Dann halt das Lager. So. Ich verabschiede mich mal schnell, weil ich muss jetzt gleich echt wirklich... Weil ich wollte nämlich schnell die zwei Ostrakon-Rätsel machen. Das war's wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt haben wir wieder noch eine von Kult des Kosmos umgebracht. Schön. Eine richtig blöde Kuh. und ja, bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Odyssey. Euer Heavy Man. Ciao.